Für die Fraktion Die Linke. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Vor 100 Jahren endete der Erste Weltkrieg. Mit bis zu 19 Millionen toten Soldaten und Zivilisten links und rechts des Rheins, in Europa, im Nahen Osten, in Afrika und Ostasien. Es war der erste Krieg, bei dem systematisch Gas und chemische Waffen zum Einsatz kamen. Eine der grausamsten Schlachten war der Angriff deutscher Truppen auf Verdun. Unsere Urgroßväter und Urgroßmütter, ob Franzosen oder Deutsche, wurden von diesem Krieg gezeichnet. Wir verneigen uns vor den Französinnen und Franzosen, die Deutschland nach zwei Weltkriegen die Hand reichten. Meine Fraktion möchte sich auch ausdrücklich beim Bundespräsidenten bedanken, der heute früh ein weiteres wichtiges Ereignis, den Aufstand der Kieler Matrosen, würdigte, die sich ebenfalls vor 100 Jahren gegen eine kriegstrunkene Obrigkeit auflehnten und das Ende der Monarchie besiegelten. Ihre Hoffnungen auf ein gerechtes und friedliches Deutschland wurden jedoch enttäuscht. Und dies mündete im Faschismus und seinem Bündnis mit der deutschen Industrie im Zweiten Weltkrieg mit über 60 Millionen Toten und dem Massenmord an Europas Jüdinnen und Juden. Diese Verbrechen waren nicht nur ein Verbrechen an der gesamten Menschheit, sie waren auch ein Verbrechen an Deutschland, ein Verbrechen an dem Deutschland der Manns, der Riekels, der Schuberts, der Zetkins und auch der Brechts. Und daher ist es unsere gemeinsame Pflicht in diesem Haus, dass wir dafür sorgen, dass nie wieder jene an das Ruder kommen in diesem Land, die heute wieder vom nationalen Größenwahn besoffen sind. Die Eurokrise, die verheerende Kürzungspolitik, die Stellvertreterkriege im Nahen und Mittleren Osten, die Staatenzerfall, Terror und Flucht schaffen, haben die EU in eine tiefe Krise geführt. Die EU hat aber nur eine Zukunft, wenn sie sozialen Zusammenhalt, Abrüstung und Frieden stiftet und den Interessen einer Mehrheit der 500 Millionen EU-Bürger dient. Eine EU mit noch 28 Mitgliedstaaten hat aber viele Vetospieler, die häufig Fortschritt blockieren. Eine engere deutsch-französische Zusammenarbeit ist daher notwendig. Für Frankreich war es beim ersten Élysée-Vertrag wichtig, dass Europa unabhängiger von den USA wird. Ein neuer Élysée-Vertrag, der aber der Aufrüstung Europas dient oder eine europäische Armee, die den Parlamentsvorbehalt bei Militäreinsätzen schwächt, wie es bereits in den EU-Verträgen angelegt ist, wird den Herausforderungen unserer Zeit jedoch nicht gerecht. Eine Lehre aus der Geschichte lautet: Europa muss abrüsten, nicht aufrüsten und den Dialog mit Russland suchen. Wir halten es auch für einen großen Fehler, und ich sage das nicht aus billigen parteipolitischen Kalkül, wenn der deutsche Finanzminister mit Emmanuel Macron 10 Jahre nach der Finanzkrise eine echte Finanztransaktionssteuer beerdigt, eine Börsenumsatzsteuer, die Derivate, also Finanzwetten, ausnimmt, untergräbt die europäische Zusammenarbeit, weil sich kleinere Staaten an einer solchen Steuer gar nicht erst beteiligen werden, da der Aufwand sich für sie nicht lohnt. Wir halten es ebenso für einen großen Fehler, wenn der deutsche Finanzminister eine gerechte Besteuerung von Internetgiganten wie Google blockiert und stattdessen auf die OECD verweist, wo es noch mehr Steueroasen gibt als in der EU und wo auch die USA blockieren. Warum nutzen Deutschland und Frankreich die verstärkte Zusammenarbeit statt für Aufrüstung nicht einmal für Mindest- bzw. Strafsteuern auf Finanzflüsse in Steueroasen? Dies hätte einen echten Nutzen für die Bürgerinnen in Europa. Warum nicht eine Abschöpfung hoher Vermögen in Deutschland und Frankreich nach dem Vorbild des deutschen Lastenausgleichs nach dem Zweiten Weltkrieg, wie es der französische Ökonom Thomas Piketty fordert? Damit ließen sich öffentliche Investitionen in die grenzüberschreitende Infrastruktur finanzieren oder die Jugendarbeitslosigkeit in Frankreich bekämpfen. Wir halten es auch für einen großen Fehler, wenn die Bundeskanzlerin und Herr Macron in der Eurokrise weiter
die Kürzung von Löhnen, Renten und öffentlichen Investitionen betreiben. Die chronischen Exportüberschüsse Deutschlands und mittlerweile auch der Eurozone münden in Handelskriegen und begünstigen neue Schuldenkrisen. Warum nicht öffentliche Investitionen vom Stabilitäts- und Wachstumspakt, von den Defizitkriterien von Maastricht ausnehmen, da sie ja auch Vermögen für zukünftige Generationen stiften? Bei den Rüstungsinvestitionen haben dies Deutschland und Frankreich diskutiert. Warum nicht bei Krankenhäusern, Universitäten oder Schulen? Meine Fraktion begrüßt eine engere deutsch-französische Zusammenarbeit. Ich war selbst an den Verhandlungen über das Parlamentsabkommen beteiligt. Sie muss aber die richtigen Lehren aus der Geschichte ziehen. Vielen Dank, Fabio De Masi. Nächste Rednerin, Dr. Franziska Brandner für Bündnis.